Hallo. Du bist auf dem Weg, katholischer Priester zu werden. Was wolltest du denn als Kind werden? Als Kind war das auch schon mal kurz da, aber irgendwie war das so lange ein Fragezeichen und so richtigen Wunsch hatte ich eigentlich früher nicht. Und wie kommt es dazu, dass du dich jetzt entschieden hast, Priester zu werden? Das sind gute Erfahrungen in der Kirche, die ich sammeln durfte. Ganz viel Freude in der katholischen Jugendarbeit und das Gefühl, dass ich was in Kirche bewegen kann. Genau. Woran merkt man, dass du aus dem Emsland kommst? Vielleicht ein bisschen an meinem Schnack. Ich kann gut Plattdeutsch sprechen, tu das ganz gerne und bin ein bodenständiger Typ. Ja, dann sag mal was auf Platt. Ja, moin. Wo ist mit you? Also mir geht gut und you? Gott ruft an und sagt dir, dass du genau eine Sünde frei hast. Welche würdest du nehmen? Ach Gott, das mache ich mit Gott und mir alleine aus. Fleischwurst oder Möhre? Fleischwurst. Gibt es einen Fußballgott? Manchmal glaube ich das schon, aber natürlich nicht. VfL Osnabrück oder SV Meppen? Natürlich nur der VfL. Wie geht das denn, wenn man aus dem Emsland kommt? Das geht, weil der VfL glorreiche Zweitliga-Zeiten hat und die Bremer Brücke einen begeistern kann. Kannst du dich an deinen ersten Kuss erinnern? Ja. War das schön? Nein. Heute schon gesungen? Ja. Ja, dann sing mal. Freude schöner Götterfunken. Wenn Leute zum ersten Mal mitbekommen, dass du Priester werden willst, welche Frage kommt dann eigentlich immer? Das ist jetzt ein Scherz? Oder, ey, dann darfst du doch gar keine Frau haben, oder? Und wie antwortest du darauf? Mit der Wahrheit. Was ist dein Lieblingsort im Bistum Osnabrück? Das ist die Nordseeinsel Langeoog. Warum? Weil ich da viele Jahre Ostern feiern durfte und das für mich prägende Glaubenserfahrungen sind. Gott ruft nochmal an und sagt, dass du jetzt nur noch Schokolade oder nie wieder Schokolade essen darfst. Was würdest du davon wählen? Ich mag Schokolade gerne, aber ich glaube, das wäre nicht gut. Deine Ausbildung findet ja in Münster statt. Ist das als Osnabrück-Fan und Emsländer nicht irgendwie schwer? Mag man meinen, aber Münster ist eine lebenswerte Stadt und hier kann man sich gut wohlfühlen. Welches Fach in der Theologie nervt dich im Studium? Die Philosophie. Warum? Ich bin nicht so der große Philosoph und bin eher der praktische Theologe. Bekommt man im Priesterseminar was zu essen oder kocht man selber? Sowohl als auch. Wir können hier im Speisesaal essen, aber natürlich haben wir auch unsere WG-Küchen und wissen alle noch, wie man kocht. Was schmeckt denn in der Kantine am besten? Ich würde das Schnitzel nehmen. Wo kannst du am besten beten? In der Kapelle. Betest du mit Augen auf oder Augen zu? Sowohl als auch. Der VfL Osnabrück schafft den Durchmarsch und steigt nächstes Jahr in die Bundesliga auf. Wie guckst du dann? Ich glaube, das wäre nicht gut für den VfL, aber ich würde mich trotzdem freuen. Ja, und wie guckst du dann?